Hallo, hier ist Clara. Das Muster in Reihen haben wir zuletzt gestrickt. So sieht es aus, sieht das aus. Und ich habe es versprochen, in Runden zu zeigen. Und heute machen wir das zusammen. Ich habe schon zwei Rapports gestrickt und wir stricken jetzt weiter. Zuerst stricken wir Vorbereitungsreihen. Wenn Sie nicht also am Anfang so ein Bündchen stricken, wenn es sein soll, dann die Vorbereitungsreihen brauchen Sie nicht. Aber sonst die Vorbereitungsreihen stricken wir. Und wir fangen an hier. Also Maschenzahl teilbar durch 4. Und in die Höhe sind das 6 Reihen. So, wenn Sie anfangen zu stricken, stricken Sie bitte Bündchen mit 2 links und dann 2 rechts. Und wir stricken gleich 2 Maschen derer Runde 1, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und so die ganze Runde, die Runde 1, Runde 2 und Runde 3. Bitte immer gleich stricken, 2 links, 2 rechts. Ich bin fertig mit 3 Runden, das waren 2 links, 2 rechts und wir stricken die Runde 4. Es sind 2 Maschen links, so wie sie auch aussehen. 2 Maschen links. Und nachdem wir 2 Maschen links gestrickt haben, hier an der Seite, wo die linke Masche endet, eine, zwei, unter die dritte querliegende Masche, nicht Masche, sondern Faden, ziehen wir einen Faden. Dann stricken wir 2 rechts und wieder. Eine, zwei, drei. Unter die drei querliegende ziehen wir eine Masche. Also wir haben jetzt 2 links gezogen, 2 rechts wieder gezogen. Und wir wiederholen 2 Maschen links. Und dann ziehen wir hier am Ende der, nicht da, wo die rechte Maschen sind, hier am Ende der Reihe, der Maschen, meine ich. Hier eine querliegende, zweite unter die dritte rein und einen Faden holen. Der kann ein bisschen länger sein. So, dann stricken wir 2 Maschen rechts und wieder da, wo die linke Maschen sind, da gehen wir zu querliegende, eine, zwei unter die dritte und ziehen eine Masche. Dann 2 Maschen links. Und wieder ziehen wir unter der dritte ein langer Faden, 2 Maschen rechts und nochmal hier 1, 2 unter der dritte ziehen wir einen Faden, der ein bisschen länger ist und so sieht das aus. Ich zeige es nochmal, 2 Maschen links. 2 Maschen links, Faden ziehen, 1, 2, 3, 2 Maschen rechts, Faden ziehen unter der dritte querliegende, 2 Maschen links, Faden ziehen, 2 Maschen rechts und hier bei der Nachbar, hier sehen Sie hier, wo die linke querliegende, da ziehen wir einen Faden 1, 2, 3 mit der gleichen Nadel. So, so bitte die Runde zu Ende stricken. Wir sind fertig mit der Runde 4 und hier waren 2 rechts und eine gezogen. Wir sind in der Runde 5. Und das geht ganz einfach. Eigentlich strickt man immer die Maschen so, wie sie aussehen.
Das sind zwei links. Dann kommt die gezogene. Der Hauptfaden bleibt hinten. Die gezogene einfach rübersetzen. Und dann kommen zwei rechts. Kommt wieder eine gezogene. Faden bleibt hinten. Wir setzen sie einfach rüber. Also zwei links. Gezogene rübersetzen. Setzen. Faden bleibt hinten. Dann kommen zwei rechts, ist wieder gezogene, wir setzen die rüber. Und dann kommen zwei links, nochmal die gezogene rübersetzen. Und der Faden, der Hauptfaden bleibt immer hinten. Und so sieht es aus dann. Bitte die Runde zu Ende stricken. Und so sind wir in der letzten Runde. Das ist die Runde 6. Und das geht so. Wir stricken die zwei Maschen links, so sehen sie auch aus. Zwei links. Und dann sehen wir hier gezogene, zwei Maschen rechts und noch eine gezogene. Jetzt stricken durch das Manipulieren, was wir jetzt machen, kommen die zwei gezogene weg, weil jemand in den Reihen hat mich gefragt, dass dann fehlen doch die Maschen. Nein, die Maschen fehlen nicht. Es gehen nur die zwei Umschläge weg. Also die vier Maschen zusammen von hinten einmal rechts abstricken, nicht fallen lassen. Wir gehen jetzt von vorne in die vier Maschen rein, also zwei Umschläge, zwei gezogene und stricken die von rechts, von vorne rechts ab. Also, die zwei Maschen sind da und die gezogene sind weg. So ist der Rapport. Wir wiederholen zwei Maschen links, zwei Maschen links, dann kommt gezogene, zwei rechte, nochmal gezogene, die nehmen wir zusammen. Von hinten stricken wir einmal die vier zusammen ab. Nicht fallen lassen, dann alle zusammen von vorne abstricken. Sie können die Fäden ein bisschen lockerer, ich meine die Maschen ein bisschen lockerer stricken, damit sie, wenn sie die vier zusammenstricken, damit es nicht schwer fällt. So, und dann nochmal zwei Maschen links. Und hier sind die vier gezogene, zwei rechte, noch eine gezogene. Wir nehmen die alle zusammen, stricken sie einmal von hinten ab und das zweite Mal von vorne. Also den nicht fallen lassen, ne? Die bleiben immer noch auf der Nadel. So, nachdem sie die zweite Masche gezogen haben, nachdem können sie fallen lassen. Und dann sieht das so aus. Ja, bitte die Runde zu Ende stricken. Und so haben wir die Runde 6 zu Ende gestrickt. Und das haben wir hinbekommen. Schauen Sie, es sieht genauso gut aus wie auch in Reihen. Und wie Sie gemerkt haben, ist sehr einfach zum Stricken. Ich hoffe, das war alles verständlich. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.